Dass Corbinian Müller an diesem Tag den Gottesdienst im Allersberger Seniorenheim feiert, ist nicht selbstverständlich. Der Priesteramtskandidat aus Ingolstadt hat einen ungewöhnlichen Lebenslauf und befindet sich nicht zum ersten Mal auf dem Weg zum Priester. Es war ein Hin und Her. Ich wollte auch erst was anderes studieren. Dann bin ich doch bei der Theologie gelandet und habe das auch nie bereut. Und habe aber erst ganz frei studiert, nicht im Seminar. Und bin dann irgendwie ins Priesterseminar eingetreten, war aber damals noch nicht die Zeit für mich. Also deshalb bin ich auch wieder ausgetreten. 5 Jahre lang lebt Corbinian Müller dann in Würzburg, auch in einer Beziehung. Dank des Theologiestudiums kann er als Religionslehrer arbeiten. Dann kommt aber doch noch einmal alles ganz anders. Die Erkenntnis, die setzt sich natürlich immer mehr Bahn und die bricht sich immer mehr Bahn. Und dann irgendwie ist dann klar, nee, das musst du machen. Wenn man sich dann überlegt, gut, ich bin jetzt 30, war ich dann zu dem Zeitpunkt, bin ich 30 geworden. Was machst du mit deinem Leben? Willst du das machen? Willst du heiraten oder gehst du doch wieder ins Priesterseminar? Was sind die Möglichkeiten, die da sind? Und dann war irgendwie klar, nee, eigentlich, ich werde nicht glücklich, wenn ich es nicht mache. Heute ist Corbinian Müller glücklich. Seine Praktikumspfarrei ist das ländliche Allersberg. Dort gehört es dazu, Strecken mit dem Auto zu fahren, um wirklich alle Gläubigen zu erreichen. Wir fahren jetzt nach Ebenried und dort werde ich jetzt mit einem alten Herrn die Krankenkommunion feiern und ihm die Krankenkommunion spenden. Wir sind dafür da, dass wir Jesus in die Welt bringen, dass wir Jesus zu den Menschen bringen, dass wir vom Reich Gottes erzählen, dass wir das Wort Gottes verkünden. Und das ist nicht nur in der Kirche oder auf dem Marktplatz, sondern das ist auch daheim. Alois Fries wartet bereits auf seinen Gast. Er kann nicht mehr in den Gottesdienst gehen, ist aber sehr gläubig. Die Krankenkommunion gibt dem 92-Jährigen Kraft, immer wieder aufs Neue. Ihm bedeutet der Besuch von Corbinian Müller viel, genauso wie das gemeinsame Singen. Beinahe genauso wichtig ist für die Alten und Kranken ein einfaches Gespräch. Corbinian Müller nimmt sich Zeit für Alois Fries. Auch das bedeutet für ihn Seelsorge. Das ist ein wichtiger Dienst. Und mein Beruf, mein Leben ist dafür da, dass ich Sachen mache, die sonst die anderen halt vielleicht nicht machen. Ja, dass ich dahin gehe, dass wir uns da auch drum kümmern. Während seiner Zeit in Allersberg wohnt Corbinian Müller im Pfarrhaus, gemeinsam mit seinem Praktikumspfarrer Peter Wenzel. Regelmäßig treffen sich die beiden zum gemeinsamen Gebet. Vor dem Mittagessen ist dies die Sext aus dem Stundengebet. Gegessen wird an diesem Tag aber nicht im Pfarrhaus. Es geht in den kleinen roten Ochsen. Vor wenigen Jahren ein Abstellraum im Garten des Pfarrhauses, heute der liebste Raum des Pfarrers, sowohl für Besprechungen als auch das gemeinsame Mittagessen. Pfarrer Wenzel hat seinen Praktikanten gerne mit im Haus. Er schätzt dessen direkte und ehrliche Art. Vor allem ist er so bayerisch geerdet, normal, bodenständig und immer offen für Neues. Und vor allem, was ganz wichtig ist, er lässt sich auch korrigieren und nimmt die Korrektur auch an. Und umgekehrt, er korrigiert mich auch. Das ist ja das Schöne, wenn man mit Praktikanten zusammenlebt. Corbinian Müllers große Leidenschaft ist die Musik. Nicht nur Geige, Fagott und Bratsche spielen eine große Rolle in seinem Leben. Auch der Gesang. Mit 10 Jahren wurde er ein Regensburger Domspatz und war nach dem Abitur sogar Präfekt des Knabenchors. Mit dem Studium wurde der Theologe dann Teil der Eichstätter Kirchenmusik. Er singt im Domchor, der Schola Gregoriana und dem Alumnenchor des Seminars. Der Gesang als starker geistlicher Impuls in seinem Leben. Ich möchte es nicht ausschließen, dass die Musik einen wesentlichen Stellenwert in der ganzen Berufungsgeschichte gespielt hat. Vor allem, wenn man natürlich geistliche Chormusik singt, wenn man da den Text entsprechend auch für sich aufnimmt, da was mit dem Text verbinden kann, dann ist das schon ein sehr, sehr großer Vermittler von Spiritualität, von Theologie, von Glaubensleben, von Frömmigkeit. Und wenn man das dann auch für sich ein bisschen annehmen kann, und ich glaube, ich habe da viel angenommen und habe da für mich viel daraus gezogen, ist das ein wesentlicher Punkt, ja. Musik muss aber nicht immer fromm sein. Manchmal erfüllt sie einfach einen sozialen Zweck. Deswegen endet der Tag des Priesteramtskandidaten an diesem Abend bei der Probe des Allersberger Musikvereins mit einem neuen Instrument auf seiner Liste, der Tuba. Corbinian Müller hat Musik im Blut. Er macht sich ganz gut. Nein, er ist echt ein guter Musiker und er entwickelt sich voll im Verein und macht einen Haufen Spaß mit, und als ob er schon immer dazugehörte. Offenheit, Gemeinschaftssinn und Taktgefühl.
nicht nur in der Musik von Vorteil. Corbinian Müller werden diese Eigenschaften auch in seinem Leben als Priester weiterhelfen.